Hallo zusammen, Kai Matthias hier für die Industrie Arena, für Voice auf CNC, auf der AMB. Wir befinden uns auf dem Stand von Ceratizid, Produzent von hochspezialisierten Zerspannungswerkzeugen. Und neben mir der liebe Andi Steiger. Und der hat sich ein bisschen Zeit für uns genommen, um mal die Innovation etwas gemeinsam zu beleuchten. Und ich würde direkt die erste Frage an dich richten. Nämlich geht es um den Project Mill und das Thema Nachhaltigkeit, was auf jeden Fall ein Fokusthema auf der diesjährigen AMW bei euch ist. Und was würdest du sagen, wie schafft es der Project Mill, da irgendwo CO2 einzusparen? Also wie ist das Thema Nachhaltigkeit damit verknüpft und warum ist das ein Gamechanger in der Branche? Ja, also der Gamechanger ist auf jeden Fall, dass wir ein 99-prozentiges Rezyklat verwenden. Das heißt, das Grundmaterial, das Hartmetall, ist fast komplett recycelt. Und unser Anspruch ist aber nach wie vor da im Thema Performance. Ja. Also wir haben einen Fräser entwickelt, der absolut mit der Performance-Linie mithalten kann und sogar überperformt. Und das aus einem voll recycelten Hartmetall. Und das ist die Innovation, mit der wir in den Markt starten und dafür, glaube ich, schon Pionier sind in der Branche und hier auch mit Stolz sowohl einerseits das Werkzeug ausstellen, aber auch in der Live-Demo die Performance zeigen, weil letztendlich muss beides stimmen. Und darauf sind wir stolz. Ja. Sehr schön, also da seid ihr auf jeden Fall Innovationstreiber und Innovator, das ist schon sehr, sehr schön. Aber vor allem, wenn es um Best-in-Class-Themen geht, würde ich da gerne nochmal eingehen, weil ihr seid Best-in-Class in der Bearbeitung von Titan- und Aluminiumfelgen. Und warum sind eure Werkzeuge in der Hinsicht da so besonders? Naja, ich würde sagen, die Kunden geben uns recht, ja. Das ist erstmal das Erste. Und wir kommen natürlich immer mit Innovation und lange Erfahrung in dieser speziellen Nische. Beispiel Adurat, ja. Wir haben, also das wissen die wenigsten, ja. Jede zweite Alufelge ist mit Ceratizid-Werkzeugen bearbeitet. Ja. Und das ist was, wo wir stolz sind, wo wir seit sehr, sehr vielen Jahren unsere komplette R&D und Produktionsfokus draufsetzen und hier einfach führend in dieser Branche sind. Und die Kunden, wie gesagt, geben uns recht. Auch die Titanbearbeitung, wir haben jetzt wieder was sehr Innovatives rausgebracht, unser 211DC. Im 3D-Druck hergestellt mit einer optimalen Freiflächenkühlung. Dadurch kommt diese Titanzerspannung, also Wendeschneidplatten, Fräsen, Titanzerspannung auf ein ganz anderes Level, was die Standzeiten anbelangt. Und das ist auch für unsere Kunden natürlich ein Gamechanger, ja, weil sie längere Maschinenlaufzeiten haben und einfach produktiver ihre Bauteile fertigen können. Ja. Und ich habe eben schon gesehen, ihr habt auch ein ganz besonderes Exponat hier auf der AMW, hier auf dem Messestand, nämlich ein cooles Bike, ein Motorrad, das anscheinend mit Ceratizid-Werkzeugen hergestellt wurde. Das heißt, ihr stellt sogar zur Schau, wie eure Werkzeuge dann am Ende zum Einsatz kommen. Und warum ist das Bike so besonders? Warum wird das hier auf der AMW ausgestellt? Naja, also grundsätzlich, wir sind alle Techniker, wir lieben das natürlich. Manche natürlich auch Bike-Fan, aber das Spezielle an S-Bay ist, dass es wirklich ein Customized Bike ist. Ja? Also der komplette Rahmen wird aus Aluminium gefertigt und hier kommt natürlich unser Werkzeugportfolio, unsere DLC-Beschichtung speziell für die Aluminiumbearbeitung zum Einsatz und die Kombination aus hohem Engineering und unseren Werkzeugen, High Performance, das passt einfach und das ist einfach für uns auch ein schönes Beispiel, uns als Firma zu demonstrieren. Ja. Mega cool, ich kann sehen, wie er dafür brennt. Ich bin auch total begeistert, ich habe eben schon einen Blick drauf werfen dürfen, deswegen sehr, sehr schön. Und abschließend würde ich einfach nochmal fragen, weil wir nochmal das Thema Nachhaltigkeit beleuchten wurden, wenn es um die Thema Strategie geht, also ihr seid innovationsführend, ihr treibt Gedanken und Ideen nach vorne. Was kann man von euch in den nächsten Jahren in der Branche erwarten, vor allem wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Natürlich sehr viel, aber alles top secret, nein. Unsere Strategie ist klar, also wir wollen Net Zero bis 2030, das ist gesetzt. Ja. Wir haben durch den Product Carbon Footprint schon in der Branche einen Akzent gesetzt, ja, dass wir nicht nur darüber reden, sondern das Ganze auch messbar machen. Ja. Und
aus dem Engineering-Bereich kann ich nur sagen, es warten da noch einige Ideen, ja, und wir werden in den nächsten Jahren auch mit innovativen Hoch-Performance-Produkten rauskommen, die aber diesen Aspekt immer mitbringen, okay, wir arbeiten mit Recycling sehr, sehr viel und wir wollen einfach noch besser werden und einfach unseren Footprint, sozusagen CO2-Footprint, noch weiter verringern. Ja. Und ja, beides ist sehr spannend und wenn das zusammenkommt, wie jetzt beim Project Mill, dann sind wir da schon Pionier, glaube ich. Ja. Sehr cool, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Ausblick und für diesen Einblick auf jeden Fall. Und wir sprechen weiterhin über Innovation. Vielen lieben Dank für deine Zeit.